Ali sagt Hallo und guten Tag zur Realität heute am 12. Dezember 2021. Ja, und wieder auf der Suche nach einem etwas ruhigen Plätzchen. Also das mit dem Live-Senden heute, mit dem Livestream, das wird nichts, da ist zu viel Wind. Ich habe jetzt schon hier in den Häuserschluchten Schutz gesucht. Auf freiem Feld ist es auch fast unmöglich. Der Wind kommt jetzt gerade mir her von hinten. Ich habe den Wind im Rücken. Und deswegen hier vis-à-vis vom Costa Meloneras den Weg gewählt Richtung Rio Hotels und dann zurück am Strand. Ja, hier auch viel los, so wie letzte Woche eigentlich auch am Wochenende. Viele Leute, die hier spazieren gehen oder gerade einen Kaffee trinken, Einkäufe erledigen. Und dann kommen wir auch gleich zum ersten Thema. Einkäufe, Las Palmas. Die Stadt platzt aus allen Nähten. Es wurde geschrieben, dass etwa 20% mehr unterwegs sind, Menschen mit Autos. Das heißt, also lange, lange Wartezeiten. Die ganze Innenstadt und Zubringerstraßen in Las Palmas sind also irgendwie permanent verstopft. Man braucht etwa insgesamt zum Fahren für 10 Kilometer eine Stunde und länger. Und das macht also wenig Spaß. Ich fahre jetzt mal die Runde gegen den Wind. Und da überlegt man sich zweimal, ob man nach Las Palmas fahren soll mit dem Bus. Naja, der benutzt die gleichen Straßen und deswegen sollte man da schon mal gut Acht geben und nicht unnötig noch dieses Verkehrschaos vergrößern. Nachrichten, La Palma, der Ticker, Live-Ticker, ihr könnt sehen, was da los ist, ein Resümee heute in der Beschreibung, einen Quellenlink habe ich dabei, anklicken und dann bei Europa, Radio Europa lesen. Eine positive Nachricht von La Palma, die kanarische Pino, also eine Palmenart hier, die überlebt sogar den Vulkanausbruch, also eingeschlossen, wächst sie trotzdem weiter. Dann wurde am Flughafen in Lanzarote einer gestellt, ein Mann, ich glaube aus Holland, mit 20 Kilo Heroin. Irgendwie als Mehl getarnt. So, das und mehr bei den Nachrichten. Einmal Radio Europa oder Gran Canaria Info. So, und hier kurz vorm Via del Conde biege ich nach links ab Richtung Strand, Strandpromenade. Oder ich fahre noch ein Stückchen weiter und fahre dann da vorne links. So gerade hier vor der Anlage Bahia Meloneras. Phase 1 und das ist die Phase 2 angekommen. Bis jetzt ging es bergauf. Und jetzt freue ich mich aber auch, dass es hier runter geht. So, hier direkt am Via del Conde geht es also nach unten Richtung Strandpromenade, Strandweg. Und jetzt habe ich Seitenwind und es wird jetzt ein bisschen lauter werden von den Windgeräuschen. Ja, nächsten Donnerstag, wenn ihr wollt, könnt ihr mitfahren nach Las Palmas, die Sandkrippe und Las Palmas bei Nacht bzw. Vegeta oder auch Noche de Tapas.
So, hier ist alles in Ordnung. Der Strandweg ist fertig. So hell, dass man richtig geblendet wird. So, auch mal zum Hotel hin, der Blick. Ja, die können rausschauen und wir können reinsehen. So, und hier ist die Baustelle, der Beginn der Baustelle. Das ist zwar schon fast fertig, aber noch nicht freigegeben. Deswegen muss ich hier eine kleine Runde zurückfahren. So, und hier fehlt eigentlich noch das Pflaster und die Seitenstreifen sind fertig. So, der Blick hier zum Hotel Rio Gran Canaria hier oben. Zum Poolbereich. So immer zwischendrin mal ein paar Aufnahmen, wenn es die Möglichkeit gibt und nicht so viele Menschen mir entgegenkommen wie jetzt gerade. Und hier fängt also die Shoppingmeile an vom Varadero. Hinter der Glasscheibe lässt sich's gut aushalten, windgeschützt. So, und hier das Pinguino. Sehr gut besucht, sieht man. Ich bin gerade hier vorbeigefahren und hier auf dem Boulevard wie immer viele Leute, auch am diesem Wochenende wieder. So, ab hier wird der Weg auch wieder breiter. Hier hat man wieder es ein bisschen bequemer zu laufen und zu fahren. So, und hier riecht es überall nach Essen. Vorwiegend nach Pizza. So, und ihr seht selber, wie windig das jetzt hier ist. Und deswegen muss ich das mit dem Live ganz einfach verschieben. Es hat keinen Wert, wenn ich da aufnehme und man hat eine schlechte Wiedergabequalität. Ich habe da auch ein extra Mikro, aber das ist mit Kabel und funktioniert nur bedingt. So, und ihr seht selber hier an den Palmen. Wie sich das hier bewegt. So, das ist der dritte Advent, nicht der vierte Advent. Bin schon wieder eine Woche weiter. Hier auf Gran Canaria, das ist die Realität. So sieht es hier aus im Moment.
Schönes Wetter, ein bisschen windig. Ja, und hier, wie immer, Maximilians Café de Paris. Gut besucht. Man sitzt hier auch sehr, sehr schön mit einem wunderbaren Blick. Ich schätze jetzt so 22 Grad im Moment. Ja, und mehrmals wurde ich schon darauf angesprochen, auf unseren Sandstrand hier, den neu entstandenen. Da waren ja nur Steine und jetzt sieht man bei Ebbe eben auch viel Sand. So, und hier hat man auch den besten Ausblick auf den Sonnenuntergang. So, und hier kann man gut ausruhen, hier kann man mal ein bisschen innehalten und das Ganze einfach schön genießen. Ich hatte heute Morgen ein Gespräch mit einem rüstigen Auswanderer-Ehepaar, die ein Jahr Auszeit haben, um zu sehen, ob es ihnen hier gefällt. Und die haben mir erzählt, dass man heute oder gestern, nicht heute, gestern Morgen, oder vormittag hier Steine abtransportiert hätte. So, und angeblich hier irgendwo, ich nehme an, dass man vielleicht ein paar Steine aus dem Wasser geräumt hat, dass die Menschen hier besser schwimmen oder baden gehen können. Aber ich habe es nicht gesehen. Wenn jemand was weiß, dann kann er ja schreiben. Ich bin zwar viel unterwegs, aber alles sehe ich nicht. So, und hier merke ich auch, hier weht wieder der Sand. Und das ist sehr, sehr unangenehm. Ich werde also nicht hier weiterlaufen, sondern werde hier wieder kehrt machen und den Wind hier mir im Rücken lassen. So, schaut euch diesen wunderbaren Sandstrand an. So, ich muss wieder aufpassen, dass meine Kappe nicht fliegt. So, und ich werde mich jetzt verabschieden, wünsche euch allen noch einen schönen dritten Advent und einen guten Start in die Woche und hoffe, dass es dann nächste Woche mit dem Live klappt und sagen wir dann hasta luego, bis bald oder morgen zum aktuellen Wetter. Werde auch das erste Video hochladen zum Thema in Anführungszeichen auswandern, sagen wir erstmal überwintern oder Langzeiturlaub. Wir machen das auf Etappen. So, hasta luego, macht's gut, bis bald und wir hören uns.